Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Overlord 2. So, da mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe. Nämlich, es ist halt. Oh, hallo Kelda. Es Ihr ist eine habt neue langsam Audienz. raus, was ein Overlord tun muss, Herr. So, und mal schauen, was die nächste Audienz mit sich bringt. So, was haben wir da? Kontrolliere über die Stadt Nordberg. Oh, okay. Gesamtbevölkerung 100. Wir verließen den alten Turm nur ungern, Herr. Aber ohne Meister konnten wir nicht dort bleiben. Also, Bewohner versklaven oder Dorfbewohner töten. Oh, okay. Da weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Aber ich höre mir ich die nächste traue Audienz dem an. Kaiserreich nicht. Was glänzt, ist nicht gut. Oh. Verzeiht, dunkler Lord, aber ihr solltet etwas erfahren. Es sind Unruhestifter in Nordberg. Sie wollen die Nahrungsvorräte stehlen und Nordhafen mit einem unserer, ich meine, eurer Schiffe verlassen. Und ihr würdet mir nicht, eventuell, Fräulein Kelda ausleihen, oder? Die Nächte in Nordberg sind ziemlich kalt und einsam. Okay, Unruhestifter wollen Nahrungsmittel stehlen und Nordberg damit verlassen über den Seeweg. Und der will meine Keller haben? Ich weiß nicht, Keller gebe ich ja ungern her. Aber die Unruhestifter zu vertreiben... Sehr gut, Herr! Und was ist mit Fräulein Kelda? Wie dreist! Schnell! Das Schiff bringt uns aus Nordberg und wir finden die anderen Schergenstämme. So, dann fange ich mal an. Ich brauche erstmal Schergen. So. Ich hole 5 rote. Und die Rest hole ich dann den braunen auf. So. Hier sind in der Nähe Wölfe. So. Gute Schweifler. So viel Gold! Kinderparty! Ja, okay, das wird der Stadt mal später. So. Okay, die Wölfe verlassen sofort die Gegend. Ich muss wieder zurück. Okay. Okay, dann muss ich woanders hinlaufen. Karte? Nö, war doch eigentlich richtig. Gut. Da ist das Schiff. Es ist festgefroren. Wer ist es? Schnell, hauen wir ab! Okay. Portal. Das sind die Unruhestifter.
Silo ist auch zerstört. So, dann geht's weiter. Hier noch ein paar Kisten noch plündern. Aber anscheinend ist hier nichts. So. So. Dieses klebrige schwarze Zeug ist hier, Herr. Leicht entflammbar. Und seht nur, Wichte, die perfekten Anzünder. Versucht mit euren Roten auf sie zu zielen. Das Boot geht nicht kaputt. So, hier ist eine Teergrube. Seht, wie das Eis schmilzt. Ein schönes Dampfbad für euch. Klein Wicht. Oh, was ist das denn für einer? Der ist ein Kristall. So, und weiter geht's. Jetzt muss ich noch meine anderen Schergen herholen. Karte schauen. Hier geht's nicht weiter. Dann geht's hier oben weiter. Peng! Peng! Ich brauche den Raum.
So, hier brauche ich dann die roten. Schärke finden. Wahrscheinlich kommt der immer noch da hinten. Errichtet. Und weiter geht's. Was haben wir da? Nahkämpfer erledigt. Nahkämpfer. Würde ich mal sagen, wurde befreit. So.
euch alle! Peng, peng! Ja, soll man kommen. So. Ah, okay, ich habe den roten verloren. Ich hole mir den roten neu wieder. Ja, ich hole mir meinen roten wieder. Laufe ich kurz zurück. Damit habe ich wieder volle Stärke. Der Zauberer, der Kerl, das Ding. Lauft, lauft! Halt, vielleicht ist er ja gnädig. Verzeiht den Aufruhr. Die Leute hier reagieren etwas allergisch auf den Tod. Vielleicht können sie euch helfen, wenn ihr sie ein wenig überzeugt. Vielleicht so. Entzünde die riesige Tergrube oder unterwerft den. Entzündet die riesige Tergrube oder unterwerft 10 Dorfbewohner, damit sie das Eis für euch beseitigen. Oh. Hm.
bin ich gnädig? Erde euch getan. Warum habt ihr diesen Weg der Zerstörung gewählt? Was? Auf ihn! Dorfbewohner. Hier ist keiner. Ach, da oben sind noch welche. Ich helfe euch, Lord! Wir hätten das doch nie wirklich getan! Na, fang den ein. Was klafft mich? Bitte, tötet mich nur nicht. Ich schmelze das Eis. Ich mache den Weg frei. Den Weg frei! Das Dunkle nähert sich! Zack! Auch unterworfen! Oh.
Fässer kaputt machen. Entschuldigt mein Gebrabbel, Lord, aber das Schiff ist jetzt vom Eis befreit. Einige Reparaturen sind nötig, aber wir, eure treuen Diener, kümmern uns darum. Ich habe nicht mitgemacht. Setz die Segel nach der Kümmerlich, okay? Ich bin hier. Zack, unterworfen. So. Okay, mir fehlt ein Roter. Und jetzt muss ich das Schiff, sag mal, schnell setzen. Und da hinten gewesen. Ja, gut. Wir sind für euch. So. Kinderparty. Wir hätten das doch nie wirklich getan. Alles bekehrte Leute. So, ich hole noch einen Roten wieder, dann gehe ich Richtung Schiff. Auch voll. Jetzt heißt es Richtung Schiff gehen. So, besetzt das Schiff mit 10 Stärken.
Berge fehlt noch. So, geht zur Markierung der Steuerplattform. So, begebt euch zu offenem Meer. Haltet RT gedrückt, um auf Rammgeschwindigkeit zu beschleunigen. Okay. Rudert, bis die Schuppen bluten! Sollte die euch aber von diesen kleinen explosiven Lausern fernhalten. Rudern! Leider los! Hisst die Segel und auf! Entschuldigt, es ist mit mir durchgegangen. Okay. Sollen die Roten mal ein bisschen mal die Elfen mal ärgern? Rudert, was das Zeug hält! Ihr elenden Landratten! Ich das? Ich wäre zu gerne dabei, Herr. Aber vom Salzwasser bekomme ich Ausschlag. Auf jeden Fall sind hier Seen platziert. Hey, seht, das ist der Kerl. Er wird uns alle ins Verderben stürzen. Immer Licht will nichts mit euren Machenschaften zu tun haben. Meister, wir müssen diese Minen irgendwie loswerden, ohne dass wir hineinsegeln. Wir verabscheuen Gewalt, aber die flauschigen und muscheligen Wesen bedürfen unseres Schutzes. Kehrt um! Kehrt um! Okay, die Elfen haben hier eine Blockade errichtet. Bringt ihr dem Land den Untergang. Seekühe erledigt. Da hinten sind ja noch ein paar. Oh. Ach doch, geht doch. Oh nein, die armen Kleinen! Deshalb wird Evolution nicht vom Überleben der Forscherin geprägt. Sie sind einfach zu dumm. Okay. Haben die Seerobbenbabys mal eben die Blockade weggemacht. Das heißt, wieder Richtung Schiff gehen. So. Achso. Schnell wieder Steuer übernehmen. Okay, ich kann hier jetzt halt Bruder. Setz die Segel auf nach Immerlicht steigen. Ihr und der Meister seid auf dem Weg in den alten Rückzugsort der Elfen. Und nichts ist schöner für mich als ein Elf, der sich zurückzieht. Ganz besonders, wenn er dabei in Flammen steht. Diese
Dieses Riff versperrt den Weg nach Immerlicht. Die Elfen glauben, es sei ein Segen der Natur. Ich glaube, es soll diese Jammerlappen an einem Ort festhalten. Okay, euer Schiff hat das offene Meer erreicht, segelt weiter nach Immerlicht. Den Rückzugsort der Elfen. Leute wieder. Rudern, rudern, hi-hau! Schiff ist wieder an. Rudern, rudern! Okay. Da haben das Kaiserreich und die Elfen einfach ohne uns ein Gemetzel veranstaltet. Sieht so aus, als ob das Kaiserreich im Vorteil war, bis das Wasser zu steigen begann. Vermutlich, weil jemand ein wenig Eis geschmolzen hat. So. Hey. Das ist absolut, absolut unschön. Die Welle kam, sie war riesig. Was fehlt mir vor? Ein roter Fehler, ja, okay. Schnell den roten Anleger erholen. Aber wir hätten gewonnen! Wir hätten gewonnen! Rudern, aber wir hätten gewonnen! Wir hätten gewonnen! Rudern, rudern! Aber wir hätten gewonnen! Wir hätten gewonnen! Müssen die Torschlüssel sein. Findet sie und bringt sie zurück, Herr. Sonst hängt ihr an der Schwelle zum Elfenland fest wie ein nichtsnutziger Wegelagerer. Okay, jetzt muss ich einen Schlüssel suchen. Die fahre ich jetzt einfach. Erster Schlüssel. Die Römer erledigt.
essen bis hier. Erstmal den Weg frei. Ey, bleib mal stehen. Alle zurückziehen. Das ist interessant. Wahrscheinlich komme ich hier nicht durch. Jetzt hier mit raus. Okay, hier komme ich durch. Elfen? Kurz den Schlüssel oder Stein holen. Lass es erstmal warten. Sehr gut, dunkler Herr. Ihr habt die erste Schlüsselstatue zurückgebracht. Nacht 3. Okay, noch 3. Das sind wieder ein paar Elfen. Okay. Der zweite ist auf. Schlüsselstatuen wie Aufzüge betätigt werden. Wer hätte gedacht, dass Elfen so erfinderisch sind? Okay. Ja, ich brauche noch den Schlüsselstein. Sogar noch runterbringen. Okay. Ich
Moment, brauche ich hier die Roten? Okay, hier komme ich nicht weiter. Na gut, dann, Hier gibt's eine Spitze. Hier unten liegt da auch noch was. Hier komme ich nicht weiter. Nein, vorne hast du mir Hops gegangen. Okay. Okay. Na gut, wenn ich hier nicht weiterkomme, dann... Ich habe ja noch mein Schiff noch. Lade ich das Ganze auf mein Schiff. Wenn es geht.
hier komme ich auch nicht durch. Was ich echt nicht verstehe. Gibt's hier noch was? Nee. Mhm. Okay, das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre halt wieder zurückfahren, die Roten nehmen und halt da die Fässer hochziehen. Ja. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Ah, okay, ein roter fehlt. Da komme ich nicht durch. Ja. So. Das heißt, ein bisschen warten. Ich nehme erstmal alle Scherben mit. Ach doch. Warten. So. Schlösser schreien genommen. Oh. Versuche
schaffen, mit der dritten Schlüsselstatue zu entkommen, Herr. Folgt ihnen! Okay. Hier steht mein Schiff nicht an. Ja, wäre viel zu schön gewesen. Stimmt, da war ja was. Stimmt, den Aufzug brauche ich ja nicht mehr. Ich kann jetzt halt die Abkürzung nehmen. So, mal schauen. Hier unten gibt es Früchte und... Ja. Jede Menge. Ja. Obst und Gemüse und ein bisschen warm. Der Kämpfer der Elfen. Die Vorräte plündern. Das ist ein Hafensteg. Ah, okay. Gut, da brauche ich wahrscheinlich andere Sachen. Nee, dafür brauche ich. Dann erstmal alle warten. Okay. Aber wahrscheinlich brauche ich hier die blauen Schergen. So, zurück zum Schiff. Die
setzt die Segel in Flammen, Herr! Rote.
geändert. Okay, alle Elfen sind tot. Okay, das sieht schon mal ordentlich aus. Das andere Schiff ist ja so gut wie kaputt. Hin. Fahr einfach mal da. Ach, ich bin ja komplett falsch. Oder? Doch, ich bin komplett falsch. Aber ich brauche rote. Hier kann ich noch mal zwei rote bestellen. Ist hier noch auf der Insel noch was Besonderes? Ja, ich glaube, ich bin doch hier, richtig? So, Meerjungfrauen schlagen. Die sich nicht wehren. Weg mit dir. Da gehe ich einfach da rum. Okay, hier komme ich nicht durch. Schlüsselstein fehlt noch. Ja.
Ich guck mich nochmal auf der Insel hier um. Große Bratpfanne dabei. Okay, die betrinkt sich erstmal. Ich mag die Schärke. Sammel, Jungfrau. Ja, zurück zum Schiff. Plündern. Ja.
So. Mehr du Elf? Elf besiegt? Okay, jetzt habe ich mich echt nicht gemeldet. Zu viel, aber das macht nichts. Anstatt 5 rote habe ich nur 4 rote. Ich habe hier noch mal 11, die will ich auch noch weg haben. Kann ich dann in Ruhe plündern. Sind auch fertig. Schaff's. So.
Okay, hier wird noch ein bisschen noch was spielen wird. Na, da ist noch ein Schatz. Zum Gold. Hier sind noch ein paar Vorräte. So, der nächste Schlüsselstein. Zum Schiff. Schauen, Karte. Wo bin ich erstmal? Ich bin hier unten. Da wollte ich nochmal auf dieser Insel. Keine Ahnung.
Mit dieser neuen Befehlsaufwertung könnt ihr mehr Schergen herbeirufen, die heldenhaft für euch sterben. Ah, noch mehr Schergen. Wunderbar. Und... Oh. So, gibt's hier noch was? So, mal schauen. Es sind noch zwei Inseln. Ich erkunde noch ein bisschen auf die Gegend. Bin ich überhaupt richtig? Hier noch was. Aber wir hätten gewonnen! Wir hätten gewonnen! Oh! Wahrscheinlich muss ich erst mal später weiter. Na gut, dann fahre ich mal weiter. Elfen auseinandernehmen, falls es Okay, wagt euch weiter in den Dschungel hinein. Okay. Schau gerade. Dschungel von Immerlich. Findet eure Schergen. Mal gerne mal speichern.
Okay, jetzt muss ich erstmal meine Schergen. Schergen, ne? Finden und befreien. Anscheinend herrschen da sehr viele Spinnen. Vier Schergen habe ich schon mal befreit. Da seid ihr ja! Ich wusste, ihr schafft es! Tut mir leid, Herr. Wir hatten das Signal vorübergehend verloren. Gut, euch lebendig zu sehen. Macht euch auf den Weg zur Schmuddelsportal. Ich dachte, ihr seid vielleicht durch lokale Gegebenheiten abgelenkt. Das habe ich gehört. Den Gerüchten in der Brutgrube zufolge hat das Kaiserreich noch nicht ganz immer Licht übernommen. Anscheinend verstecken sich nach wie vor Elfen im Dschungel. Okay. Das Kaiserreich hat immer Licht. Und man kann sagen, der versucht einzunehmen, aber es dauert. Braucht eure Schranke nicht einer Spiel überlassen, Meister. Zerschlag diese stinkenden Blumen, um die Viecher abzulenken. So, mal schauen. Okay, da ist ein Portal. Okay, da wird jetzt noch eine Stärke. Jetzt ist der bestimmt ganz klebrig.
Sind der Inbegriff der Elfenschönheit. Sie mästen sich selbst, damit sie ihrer Muttergöttin ähnlich sehen. An diesen Damen schwabbelt einfach alles. Einfach alles. Sie scheinen etwas mit diesen Ruinentüren zu tun zu haben.
Okay. Ich glaube, ich werde mich mal... zurückziehen oder noch die letzten Schergen suchen. Den verbrauche ich schon mal. Und habe ich jetzt auch okay, 6. So. Ich denke mal, ich könnte mich mal am besten einmal kurz zurückziehen. Rifttor, Bergreviel, Nordberg, Heiligtum, Stadt von Nordberg, Nordhafen. Geheimnisvolle Dame ist versucht nicht getaucht. In einer infernalen Unterwelt verloren zu gehen, Herr. Nur damit... Finde ich schon interessant. So, erstmal werde ich mal zur Schmiede gehen, bevor ich da weitere Pläne mache. Privatgemächer, nicht Quartier. So. Da muss ich einmal schauen. Karte, Hauptinteresse. Hier war's, genau. Ich
hier noch was machen? Wer hätte gedacht, dass der kleine Zauberer Geschmack hat? Nee, momentan kann ich nichts machen. Okay. Beim Zaubern? Ich glaube, da fehlen mir auch noch ein paar Wir Sachen. Machen hübsche Dinge. Interessiert euch eure Magie? Muss Richtung Vertrag. Nee, ich habe keinen Katalysator. Ihr benötigt mehr Katalysatoren, Herr. Nee. Schau mal, was ich als nächstes planen werde. Ich traue dem Kaiserreich. Ja, okay. Eventuell werde ich halt entweder in den Dschungel weiter erkunden von Immerlich. Keller weiß wirklich, oder wie man jemanden die Füße massiert. Oder ich werde mal schauen, ob ich vielleicht nicht diese geheimnisvolle Dame mal in Anspruch nehmen werde. Wir verließen den Ansonsten. Ja, ich bin da noch nicht ganz sicher, ob ich noch den Dschungel noch erkunden möchte, noch weiter, oder halt die Dame halt besuchen möchte. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.